MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf dem Let's Trade Massive Account. Und ja, ich will euch schnell zeigen, was sich alles verkauft hat, beziehungsweise es hat sich alles verkauft. Und ich möchte wahrscheinlich gleich nochmal traden. Ich bin zwar irgendwie ein bisschen platt, aber vielleicht trade ich noch ein ganz kleines bisschen. Ich muss mal gucken, wenn ich manchmal beim Traden dabei bin, dann mache ich manchmal noch ein bisschen länger. Kommt immer drauf an, was so nebenbei läuft. Aber wie gesagt, vorher will ich euch zeigen, was so alles abging, weil bevor ich in die Web-App gehe, will ich das euch erstmal zeigen, nicht, dass dann wieder irgendwas wegkommt. Jetzt hoffe ich nur mal, dass ihr irgendwann mal die Transferliste hier lädt. Das dauert ja immer mal ein bisschen länger, ihr habt es ja schon vorher gesehen, es wurde alles verkauft und es wurde auch alles zum Preis verkauft, wie es mir gefällt. Also teilweise mal ein Huni weniger, aber dann auch teilweise mal 200-300 mehr und deswegen ausgeglichen relativ gut. Oben seht ihr das auch, 80.000 haben wir jetzt nach 3 Trading Sessions von 25.000 hoch. Also schon 55.000 gemacht. Ich würde mal sagen, das geht klar, nur mit ganz normaler Beat-Methode. Und ja, jetzt sind wir dann irgendwann mal da und da ist der erste Susi, den haben wir für 1500 gekauft. Wir hatten ja 3 Stück, einen für 350, einen für 950 und einen für 850, glaube ich. Der hier ist für 1500 weg, Salah ist für 4400 weg. Sehr schön, ich glaube, den hatten wir für 2,1 gekauft. Dann Susi ist für 1600 weg, Wendt ist für 1600 weg. Wendt hatten wir für 1000 gekauft, Markovic für 3100, den hatten wir für 2100 gekauft, Simoes ist für 1900, haben wir für 1000 gekauft, Nguyen ist für 3200 weg, den hatten wir für 2100 gekauft, der andere Susi ist für 1300 weg, Antonio Ferreira für 1900, den hatten wir für 1000 oder 950, glaube ich, gekauft. Dann Van Damme für 2200, den hatten wir auch für 1000 gekauft oder ich glaube sogar knapp drunter. Fischer für 1000 gekauft, für 2200 verkauft. Brown, ich glaube für 1700, 600, ich weiß gar nicht. Oder war es 1900? Könnt ihr euch gerne nochmal im letzten Video angucken, ich bin mir da jetzt leider nicht so ganz sicher. Jedenfalls für 3200 weg der Junge. Kruse für 2800 oder Cruz, ist ja hier in Australien. Ist doch ein Australier, ne? Neuseeland hat so eine gleiche Flagge, aber ist ein Australier. Also so eine ähnliche, nicht die gleiche natürlich. Und Routledge für 1900, den hatten wir, glaube ich, für 1000 gekauft. Wie gesagt, wenn ihr nochmal die ganz genauen Preise hören wollt, dann könnt ihr euch einfach das letzte Video der Let's Trade Massive angucken und dann seht ihr nochmal die Spieler, wie ich sie gekauft habe. Weil hier kann man das leider im Nachhinein nicht mehr gucken. Da steht nämlich dann immer der Preis, für wie viel man sie verkauft hat. Das ist ein bisschen schade, aber wie gesagt, ich nehme ja immer auf, für wie viel ich kaufe und für wie viel ich verkaufe. Jo, jetzt würde ich mal sagen, ich bin durch und ja, also ich bin jetzt für mich durch. Ihr hört mich in ein paar Sekunden wieder. Also ich würde mal sagen, bis gleich. Ciao. So, da bin ich wieder. Und ja, wir haben ein wenig getradet, beziehungsweise ich. Und eben habt ihr gesehen, was sich verkauft hat. Jetzt seht ihr, was neu gekauft wurde. Und ich will euch mal zeigen, was ich da so eingekauft habe. Zum ersten hätten wir den lieben Herrn Victor Simoes, den haben wir ja schon des Öfteren gekauft. Er ist einfach interessant, weil er sich sehr schnell wieder verkaufen lässt. Den einen gekauft für 1400, den anderen für 1300. Beide sollten relativ schnell für 1900, 2000 weggehen. Und deswegen finde ich den immer relativ interessant und habe ihn auch eigentlich immer auf der Liste. Neto Berola als Mittelstürmer für 2000 gekauft, sollte um die 3,5 bringen. 3000 auf jeden Fall. Delayet gekauft für 2400, sollte um die 3900 bis 4000 weggehen. So war es auf jeden Fall eben. Und, also wo ich auf den Markt geguckt habe. Obinna gekauft für 550, wird 1500 circa bringen. Dieser Delayet auch für 2,4 gekauft, sollte auch für 3,9 rum weggehen. Dann Koulibaly gekauft für 750, der geht so für 1,1 weg, denke ich mal. Also nicht der allergrößte Gewinn, aber Gewinn ist Gewinn. Antonio Ferreira als Basic für 700 gekauft, sollte um die 1900 bringen, wie der letzte auch schon. Dann hätten wir Miguel Lopez für 2200 gekauft, sollte so um die 3,5 bringen. Ja, müssen wir mal schauen, aber wird schon klappen. Dieser Obinna für 500 gekauft, sollte auch 1500 bringen. Dann Antonio Ferreira, allerdings als Sentinel. Ich würde schon ganz gerne so 2500 für ihn haben. Müsste eigentlich stimmen. Werden wir dann sehen. Dann Kanu auch als Sentinel.
Ja, ich glaube, der normale Kanu läuft so für 2,8, 2,9 rum. Also als Sentinel erwarte ich mir so 3,2 vielleicht, weil er halt eben keinen Vertrag hat. Aber so 3,2, 3,3, 3,4 müsste drinne sein. Dann Neto Berola als Stürmer und als Catalyst für 2,100 gekauft. Ja, so 3,5 bis 4 würde ich mir da schon erwarten. Dann Kanu ganz normal im Basic für 800 gekauft, sollte so 2,5 bis 3 bringen. Angbois für 1000 gekauft, sollte so für um die 2k gehen. Und dann noch Rainer für 1900 gekauft. Den letzten hatten wir, glaube ich, für 3,2 verkauft. Also auch den jetzt hier so für 3,2, 3,3 rum. Und das sind die Errungenschaften. Und vielleicht sind wir sogar, nee. Wir sind, glaube ich, wenn wir die alle verkauft haben, knapp an der 100.000 Marke dran. Wir können ja mal kurz nachrechnen. Jetzt mal ohne EA-Gebühr. So, das sind so 4.000. Dann Berola. Ja, machen wir mal kleine Schritte. Sind dann so 7.000. Mit ihm hier so 11.000. 12.500. Ja, machen wir mal hier so. Hier machen wir dann mal ein bisschen weniger. Machen wir mal so 16.000. 17.000. 19.000. 22.000, 23.5, 25.5, 28.5, 28.5, 29, 32, 32, 35, 37, 39. Ja, ich würde mal sagen, da sind wir wirklich, wenn alle verkauft sind und zu dem Preis, die ich jetzt einfach mal so im Kopf hatte, dann müssten wir so bei um die 100.000 sein. Also ich denke mal, wir brauchen dann noch eine Mini-Trading-Session, dann sind wir auf jeden Fall auf der 100.000. Und dann hätten wir das Startbudget vervierfacht und ich denke mal, das geht schon mal klar. Aber mal gucken, muss ja erstmal alles verkaufen. Jetzt machen wir aber natürlich noch ein Spiel hier im Anschluss. Übrigens, ich werde das immer so abwechseln. Das heißt, mal ein bisschen Season, mal ein bisschen Pokal. Ich will immer mal was anderes haben. Und Season wird aber auch hier auf diesem Account in Liga 1 sicherlich nicht weitergehen, weil habe ich ja schon oft genug was zu gesagt. Da könnt ihr euch dann, wie heißt's? Ja, wie heißt's? Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, genau, das Video dazu angucken, wo ich schon tausendmal was zu gesagt habe. Einfach bei meinem Kanal Liga eingeben in die Suche und da findet man das ein oder andere Informationsvideo. Das letzte müsste so bei 150 rum gewesen sein, würde ich jetzt mal schätzen, ich weiß es nicht. Kann auch 130, 160 irgendwo gewesen sein, ich bin mir da nicht sicher, aber einfach mal gucken und ja, dann solltet ihr das definitiv sehen und dann auch wissen, über was ich hier überhaupt rede. So, jetzt wollen wir aber eine Runde spielen hier mit dem Bundesliga-Team. Das ist ja jetzt dran. Und mal gucken, wen wir da rausschmeißen müssen. Irgendwer muss ja rausgeschmissen werden. Und dann in der nächsten Episode, wenn wir das nächste Spiel machen, dann ist ja wieder Brasilien dran. Dann wird natürlich auch der neue Mann kommen. Ich glaube, bei Brasilien haben wir den ZOM getauscht. Also da sind ja jetzt die Abstimmungen am Laufen gewesen. Und dann gucke ich mir das an und gucke, wer die meisten Daumen nach oben hat. Als ich das letzte Mal geguckt hatte, das war allerdings gestern schon, da war, glaube ich, Oscar vorne. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Oscar war vorne. Und ehrlich gesagt, ich glaube, da wird sich auch nicht so viel geändert haben. Weil ich denke mal, Oscar ist schon so mit der beliebteste. Ronaldinho wird danach kommen. Der hat sozusagen mal eine Alleinstellung. Das heißt, nach diesen drei, beziehungsweise nach dem, der jetzt kommt, wer auch immer sein mag, kommt Ronaldinho. Und danach könnte dann schon der Spot offen sein für zum Beispiel Kaká in Form. Ich weiß jetzt gar nicht, was gibt denn so brasilianische ZOMs? Was gibt es denn da so im Angebot? Also jetzt informmäßig. Diesen Tardelli gibt es, glaube ich. Der ist in Form und ZOM und Brasilianer. Aber sonst fällt mir jetzt gar nicht so viel ein. Auf jeden Fall, Kaká muss natürlich kommen und wird auch kommen. So, machen wir mal so. Da passt das besser. Komm, Kollege, die Trikots haben gepasst. Ich war weiß. Alles gut. Oder er macht noch so ein bisschen taktische Einstellung. Ich habe keine Ahnung. Cork City Football Club. 1984. Alt ist der noch nicht auf jeden Fall. Also dieser Fußballclub. Okay, der Gegner hat anscheinend dann doch keinen Bock mehr. Warum auch immer. Ich habe ja eigentlich nichts getan. Naja, jetzt nochmal hier rein. Komm, pushen. Dauert irgendwie alles ein bisschen länger. Wir haben jetzt auch aktuell 16.24 Uhr am Donnerstag, den 9.01. Haben wir Donnerstag heute? Ja, ne? Ja, doch, wir haben Donnerstag.
Und ja, ich weiß nicht, ist halt wieder so Mittagszeit, Nachmittagszeit, die Leute sind alle aus der Schule. Ja, da wird meine Internet-Connection halt scheiße, ist halt leider Gottes immer so. Aber hier, ich meine, bei dem einen ging es ja eben gerade. Ich meine, es war ja grüne Latenz, nur hatte irgendwie keinen Bock weiterzudrücken. Und ich sehe auch gerade, anscheinend jetzt erstmal hier das mit dem Kerl hier klar machen, wenn er mal weiter drückt. So, Trikots passen, alles passt. Unten sieht man jetzt, es werden wieder 0 Freunde angezeigt. Auf diesem Account werden mir die Freunde eigentlich angezeigt. Gegner jetzt hier mit De Bruyne, Lampard, Remy, Lukaku, Terrapt, Lennon. Wie heißt der nochmal? Johnson, ne? Johnson, Cahill, dann Chichiris oder sowas. Keine Ahnung, Kikiris oder irgend sowas. Efra und De Gea war es, glaube ich. So, dann gucken wir doch mal, was hier läuft oder auch nicht läuft oder was weiß ich. Wappa. Ja, genau, da sollte er hin. Ich dachte schon, er will den auf den falschen hier bringen. Aber er hat den auf den richtigen gebracht. Ja, bleib mal hinten, Schmelle. Nicht hier so aufrücken. Das mag ich ja gar nicht. Und da will er hier die Linie runterfackeln. Und hier ist die Lücke für Juve. Ah, da kann er sich aber hier nicht gegen Kickeres oder sowas durchsetzen. So, Doppelpässchen spielt er sich hier ein. Aber da ist der Schmelle natürlich am Start. Bringen wir den mal hier auf die... Aua, weh, der geht ins Aus. Ach, gut. Hält noch drinnen, der Dresch. War jetzt eigentlich nicht so schwer für den Torwart zu spielen. Einfach mal auf die Außen. Nein! Da sollte er hin. Und er geht... Ich wusste es. Der erste Pass sollte natürlich... Also dieser erste Lobpass sollte natürlich schon auf die Außen gehen. Ja, und dann wollte er ihn weiterleiten, aber... War jetzt nicht so pralle. So spielt er uns hier an. Nochmal zurückgelegt. Ivan Perisic, jetzt ist hier die Lücke für Juve. Mame Juve, Finesse. Und Alter, Finesse. Ich sehe bei FIFA 14 einfach keinen Finesse mehr. Das ist doch kein Finesse. Das ist einfach nur gerade auf dem Torwart drauf. Und die Schusshaltung sieht ein bisschen anders aus. Aber Finesse hat sich für mich ausgemacht, dass die Bälle eine richtig schöne Flugkurve hatten. Aber das kann man anscheinend jetzt wirklich nur noch mit ja, Schützen. Also die wirklich einen guten Schusswert haben, beziehungsweise einen guten Curve-Wert haben. Weil, ja, ich weiß nicht, also das war für mich jetzt zum Beispiel vom Juve auch kein Finesse. So, Perisic, schön gemacht. Der hat, glaube ich, auch 5 Sterne Weak Foot. Und falls er 5 Sterne Weak Foot immer noch hat, dann hat er jetzt mit seinen 5 Sternen Weak Foot das 1:0 gemacht. So, Kevin De Bruyne. De Bruyne will hier laufen. Ich glaube, er will als irgendwie ein bisschen warten und dann die Fackel flach bringen. Das hat er jetzt schon zweimal versucht, aber er läuft dann irgendwie ein bisschen zu lange. Und verliert dann halt ab und an mal den Ball. Haben wir. Ja, Perisic, aber leider Gottes. Ja, den haben wir. Sehr schön. Sehr gefährliches Ding hier von ihm. Bringen wir hier die Flanke und da hinten stehen 2 Leute und Draxler macht einen rein. Sehr schön. Selber schuld, kann ich dazu nur sagen. Er hält einfach zu oft, zu lange den Ball. Und ja, wenn du dir dann da hinten natürlich so einen Fail lieferst und da auch nochmal querspielst, wenn Perisic im Vollsprint ankommt, ja, dann bist du da auch schon mal selber schuld, muss ich sagen. Hier auch schon wieder, das war auch gefährlich. Wenn ich da den Ball erober, dann kann ich ganz gut nach vorne kommen. Ja, Lennon ist jetzt hier natürlich scheiße schnell. Und ich kriege ihn auch nicht vom Ball weg. Und Remy steht da und macht das Ding an die Latte. Und da hinten kommt nochmal Remy und Remy macht ihn nicht rein. Mann, kann ich schnell reden. Ich glaube, ich könnte sowas wie Kollega machen. So ein paar Double Times und sowas. Schreibt mir mal einen Text. Ich rap den dann vor. Der muss aber heftig sein. Mit so ein paar Vergleichen, so Kollega-like. Dann, ja, doch, sowas müssen wir mal machen. So ein richtiges FIFA-Lied. Wir müssen mal ein FIFA-Lied machen. Das LP-Messe-FIFA-Lied. Das wäre schon was Geiles irgendwie. Hätte ich Bock drauf. Ihr kennt vielleicht, wenn ihr COD spielt, von Dame dieses Payflow-Lied. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Richtig mies von mir abgeschlossen. Müsst ihr mal eingehen bei YouTube. Dame Payflow. Und so ein Lied halt nur zu FIFA. Jetzt natürlich nicht irgendwas Nachgemachtes, aber halt einfach so ein Lied zu FIFA. Wäre, glaube ich, schon mal richtig geil. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir da auch schon ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Nur das Problem ist, Text schreiben, das ist vielleicht gar nicht mal so das Ding. Aber ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Also mit so Beats und alles, das muss ja dann auch unterlegt werden. Und scheiß die Wand an. Also da bin ich mir noch nicht so sicher. Aber vielleicht finde ich ja irgendeinen, der das so mit Rappen irgendwie, vielleicht sogar privat macht, der so selber Beats auch macht. Weil man muss natürlich dann auch einen Beat finden, der kommerziell genutzt werden darf und was weiß ich. Und ja, dann würde ich sogar mal loslegen zu rappen.
Da würde ich vielleicht sogar für in der, was heißt vielleicht, da würde ich dann auf jeden Fall in irgendwie so ein kleines Studio mich für 100, 200 Euro, was es auch immer kostet, mal für so einen Vormittag einmieten und das dann da sozusagen einsingen, einrappen, weil jetzt hier mein Home-Mikro, das kommt glaube ich nicht ganz so gut. Ich meine, es ist jetzt keine schlechte Sprachquali, aber es geht halt um einiges besser. Und sowas sollte man dann schon mal in so einem Studio machen. Hätte ich irgendwie übel Bock drauf, so ein 3-Minuten-Rap über FIFA, so über die typischen Dinge, die man aus FIFA kennt, über Sweats, über Lobpässe, über Flanken, über Ibra, über Benteke, über Bitch Babo, so hier über die einzelnen Leute nochmal. Ich glaube, das könnte richtig geil werden. Aber naja, muss ich mir noch ein bisschen Gedanken zu machen. Wenn schon, soll das nämlich einigermaßen professionell sein. Ich meine, jetzt mal ganz kurz die Klappe halten. Jetzt nochmal drüber gesteckt. Kommt sehr gut und Draxler. Und schon wieder. Ich bin der größte Failer vom Tor. Das gibt es gar nicht mehr. Das kam irgendwie zu einem Zeitpunkt. Ich würde sagen, das ist so 15 Spiele her. Seitdem treffe ich einfach nichts mehr vom Kasten. Da brauche ich dann halt hier eine Ecke. Oder halt 500%ige, bis ich dann mal eine mache. Ah, naja. Das wird sich irgendwann mal wieder bessern. Ich glaube, das liegt ohne Scheiß daran, dass ich jetzt seit neuestem wieder mit so vielen unterschiedlichen Teams spiele. Bin ich einfach der Meinung. Warum bin ich der Meinung? Weil wo ich eine Zeit lang nur Ibra und so gespielt habe, also das heißt nur wirkliche Hochkaräter, da bin ich der Meinung, war ich relativ sicher vorm Tor. Da wusste ich genau, wann ich lupfe, wann ich das und das mache und das lief immer relativ nice. Aber wo ich dann immer mal so ganz viele verschiedene Teams gespielt habe, vor allem in der Phase, langsam habe ich es jetzt drinne, vor allem in der Phase, wo wir diese 9 oder 10 Teams hatten, da habe ich ziemlich häufig mit verschiedenen Teams halt auch gespielt. Und ja, jeder hat halt immer schon so ein bisschen anderen Abschluss. Da hast du dann den und den, der kann halt irgendwie gar kein Finesse, da musst du immer fackeln. Und zum Beispiel bei so einem Ibra musst du dir keine Gedanken machen. Der kann fackeln, der kann finessen, der kann einfach alles. Und das ist halt der große Unterschied. Und ja, vielleicht muss ich irgendwann mal jetzt zum Team of the Year. Vielleicht bauen wir uns ja endlich mal so ein richtiges Hyper-Hyper-Team, was ich auch spielen kann. Ich meine, das Ronaldo-Team von gestern ist es dann. Es sieht hammergeil aus, aber ich muss einfach so sagen, ich kann es einfach nicht so spielen, wie ich spielen wollen würde. Ist das schlecht, da muss ich sogar kurz die Fresse halten, ey. Oh Mann. Ja, also da kann man sich echt nur drüber lächerlich machen, was ich hier für eine Scheiße abziehe. So, Perisic, ich würde gerne einen Longshot mit ihm machen und zwar ein Finesse. Ah, und dann mache ich natürlich so eine miese Schussvorbereitung. Naja, das ist auch mein Ding. Bald geht es aus Deutschland weg. Aber nur für 3 Monate. Dann bin ich wieder da. Und vorher und in diesem Ausland gibt es natürlich auch Videos. Ich freue mich so, das ist unglaublich. So, schön auf dem Jule durchgesteckt. Der hat auch 5 Sterne Weak Foot. Boah, relative Fackel. Ging jetzt zwar nicht ganz so platziert aufs Tor, aber Fackel war's. So, Draxler, und da steht schon wieder einer komplett frei. Der macht das an die Latte. Und zwar Juve war's. Also der war ja komplett frei. Bei Ecken steht er irgendwie nicht so gut. Beim ersten Mal war Westermann schon sehr gefährlich da. Beim zweiten Mal Giroud das Ding reingemacht. Und jetzt beim dritten Mal Juve an die Latte. Na, Romelu Lukaku. Man sieht auch, er rückt halt sehr krass raus mit seiner IV. Und dadurch hat er sich, glaube ich, auch so viele Tore schon gefangen. Beziehungsweise auch so viele Großchancen. Ich meine, wenn wir mal alles nutzen würden, dann hätten wir hier vielleicht schon einen 5-0. Aber ich nutze halt, ach, noch mehr wahrscheinlich, aber ich nutze es halt einfach nicht. So, Jule Draxler, komm, lauf durch, Juve. Oh, oder hier, schade. Da ist Perisic war es, denke ich mal. Schön durchgestartet. So, hier kommt der Lobpass auf die Außen. Lennon, wen haben wir da? Perisic. Kommt, woppa, da fliegen wir vorbei. Mit wem? Westermann wahrscheinlich. Joa, das ist er. So, wir gehen jetzt hier in die Halbzeit. Er hat ganz schön viele Chancen, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Er hat echt 7 Schüsse aufs Tor. Ich frage mich nur, von wo die dann waren. Weil ich kann mich an was richtig Gefährliches eigentlich gar nicht so erinnern, wenn ich ehrlich bin. Aber anscheinend, wenn er so viele Torschüsse hat, dann sollten wir vielleicht mal ganz schnell doch noch ein Tor drauflegen. Ich habe natürlich jetzt keinen Bock hier nochmal was spannend werden zu lassen. So, jetzt müssen wir hier an den Ball kommen, kommen wir aber nicht. Terrapped. Aber Heiko macht das erst. Jo, macht auch beim zweiten Mal. Jetzt hier nochmal durchgesteckt auf Aigner. Kurzer Haken durchgesteckt auf Juve. Und Juve fackelt jetzt mal nicht so ganz.
macht ein flaches Fäckelchen. So. Na, schade. Na. Und da, gut, da geht das gute Handy wieder los. Ich denke mal, er wartet hier auf Remy. Nee. Deswegen haben wir jetzt hier den Ball wieder mit dem Jule Draxler. Legen wir hier kurz ab und fackeln das Ding jetzt einfach mal aufs Tor. Boah, alter Vater, das wäre mal richtig nice gewesen, dieses Tor. Alter, gibt's davon eine Wiederholung? Direkt abgezogen und richtig geile Flugkurve. Und guckt mal bis hierhin. Alter, das wäre ein Traumtor gewesen, wenn der sich da in den Winkel eingebohrt hätte. Richtig nice gewesen, aber naja. Sowas macht dann natürlich Spaß, wenn du 3-0 führst, da kannst du auch mal so Faxen machen. Und vielleicht dann auch das ein oder andere hübsche Tor erzielen. Wenn du halt irgendwie im Rückstand bist oder es unentschieden steht oder du nur 1-1 führst, dann sollte man das eher unterlassen. Hier wieder durch, schön durchgesteckt auf Jones, machen kurz einen Haken. Und Jones, ja, Jones darf dann auch nochmal. Musste ein bisschen rangeln, aber der Jones ist ja für seinen Körpereinsatz bekannt. So, ja, der Gegner stellt uns jetzt nicht unbedingt vor Herausforderungen, das muss man schon so sagen. Wie nehmen wir ihn eigentlich raus? Da können wir vielleicht schon mal ein bisschen drüber nachdenken. Also vorne, Juve will ich erst nochmal weiter testen. Draxler genauso. Aigner ist jetzt auch nicht schlecht gewesen. ZDM, wen haben wir da nochmal? Jones und Rode, ich glaube, die waren jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Perisic war auch nicht schlecht. Also ich würde sagen, wir packen da echt mal in der Abwehr an. Also da würde ich schon gerne mal nachlegen. Ich glaube, das war in unserer letzten Trade to Glory war das genauso, also auf FIFA 13 noch. Da haben wir, glaube ich, auch als erstes so die Verteidiger so ein bisschen gewechselt gehabt. War nicht sogar unser erster Spieler Felipe Santana? Ich weiß es gar nicht. Also dann in Gold glänzend. So, Ivan Perisic. Aber da ist Johnson am Start. Schade, ich wollte mit Perisic schießen. Ah! Schade. Jetzt hier außen Lennon frei durch. Und der will schießen. Aber das wird nichts. Ich glaube, Lennon hat auch nicht den besten Schusswert. Jule Draxler. Ah, komm, ich will nochmal rüberbringen. Dürfen wir nicht. Jetzt aber Perisic gegen Lennon. Ja. So, Perisic lässt Lennon stehen, aber Lennon ist natürlich nicht der Langsamste. Und das ist ein Foul. Und da schießen wir jetzt mal direkt aufs Tor von da. Mit Perisic. Ich glaube, mit dem habe ich sogar mal in FIFA 13 ein richtig geiles Tor von so einer Position gemacht. Habe ich, glaube ich, noch so im Kopf. War, glaube ich, auch in der Trade to Glory. Glory mit K. So, müssen wir das Tor anvisieren und jetzt geht er nicht rein. Schade. Okay, hätte ja klappen können. Nee, ganz so krass war der Winkel in FIFA 13 nicht, wo wir das Tor gemacht haben. Aber es war auch von außen, also eher von der Flankenposition. Also ich muss echt sagen, wir kommen hier an jeden Kopfball dran. Das ist schon bei der vierten Ecke die zweite Latte. Und Dresch nochmal. War gar nicht mal so locker der Ball. Für einen Außenverteidiger kann man mal machen. Ivan Perisic. Alter Vater. Geile Schusshaltung. Und direkt aus dem Stand vor allem auch. Kann man mal machen. So, Lennon. Ja, Lennon. Lampard. Ja, natürlich bei ihm auch das Mittelfeld. Ich meine, damit kannst du auch nicht ordentlich verteidigen. Muss man einfach so sagen. Er hat De Bruyne und Lampard. Also zwei, die nicht unbedingt jetzt in der Defensive mitarbeiten. Lampard schon eher noch. Aber er hat halt nichts richtig Defensives da. Und ja, da kannst du dann nicht ganz so viel holen mit. Also, manche können es ja. Also ich will das jetzt nicht auf alle hier ummünzen, aber die meisten können es einfach nicht. Oh, 71. 4-1. Ja, muss ich vielleicht dann doch nochmal aufpassen. Weil immer wenn ich viel rede, kennt er ja, ne? Jule Draxler. Ja, das war ein bisschen fälliger Move hier von mir. Kann man auch mal machen. Wo ich eben gerade noch sage, ich sollte mich konzentrieren, ne? Kennt er ja. So, Tarabt. Ich glaube, der wird mit P ausgesprochen, obwohl er mit B geschrieben wird. So wie ich das in Erinnerung habe. Haben wir. Yep. So, jetzt wieder nach vorne. Gucken wir uns das mal an. Mal hier nach hinten. Nochmal hier nach vorne. Und jetzt läuft hier Julian. Nee, das, wer ist denn das? Perisic. Ach, Westermann. Heiko, Junge. Was machst denn du da? Oh, Heiko wollte meinen auf Mittelstürmer machen, aber ist leider ganz knapp im Abseits. Kann man mal machen. Hüpf. Haben wir. Rode. Und jetzt. Ah, scheiße. Es sah irgendwie so aus, als ob Juve durchlaufen will. Na.
Lukaku. Lukaku sieht irgendwie aus, als ob er bei ihm ZM spielt. Ich weiß nicht, irgendwie sieht so aus. Er bringt auch... Oh! Ich dachte nicht, dass sie ankommt. Ich wollte gerade sagen, er bringt öfter mal diese Flanken aus dem Halbfeld. Aber ich dachte jetzt ehrlich gesagt echt nicht, dass die ankommt. Aber ist sie. Nochmal hier abgelegt. Nochmal hier auf Juve und jetzt hier drüben auf Perisic. Und jetzt fackeln wir einfach mal. Fackel mit links. Wie gesagt, 5 Sterne Weak Foot, soweit ich weiß. War auch gar nicht mal schlecht, das Ding. So, nächste Ecke. Bis jetzt sind wir überall sehr gut drangekommen. Flanken wir das Ding rein. Da kommt schon wieder irgendwer. Juve. Aber diesmal kann er das Ding nicht kontrollieren. 80. Minute jetzt. Sodale, Kevin De Bruyne. Das ist alles, das ist alles. Das sind alles meine Spieler, wollte ich sagen. Jones fackeln, nee. Kiriris. Rode, ja, der läuft sich hier aber mit irgendwem als in die Hacken. Juve, Mom Juve. Wollte da auch mal finessen, aber schießt Rode an, der im Abseits steht. Kann man mal machen. So, komm, 83. Machen wir noch ein Türchen und zwar mit Julian Draxler. Hat er sich verdient, definitiv. Ach, scheiße, Mann. Er hat mich irgendwie nicht so ganz angegriffen. Vorher ist er irgendwie alles immer drauf gestürmt. Aber die... Trash, Junge. Ganz ruhig, Kollege. Ja, nochmal zurück. Ja, da sage ich nochmal zurück und dann mache ich den nochmal zurück zum Gegner, der jetzt aber auch mal Aluminium-Pech hat. Wie wir schon dreimal, glaube ich. Kevin De Bruyne, den müssen wir haben. Haben wir auch. So, 87. Minute. Ja, hier ist aber... Doch, oh, da haut der Kevin De Bruyne auf einmal wieder in die Mitte ab. Naja, er ist ja auch ein Zehner, aber ich wollte ihn eigentlich auf die Seite haben, weil er mir von da aus auch gespielt hat. So, und jetzt hier nochmal auf dem Ivan durch. Da kommt der Kale nochmal dazwischen. Jetzt mal hier wieder Doppelpass, ne? Ja. Oh, da kommen wir, glaube ich, nicht mehr hinterher mit Giroud. Und da fackelt er auch, aber direkt auf den Keeper. Nochmal hier abgelegt. Oh, Tarabt. Oh, Remy. Oh, haben wir. So, ab nach vorne nochmal das Ding. 90. Aber ich glaube, 90. wird schon länger angezeigt. Jetzt nochmal hier vorne durch mit Juve. Mame Juve. Oh, Alter. Da ist den Ball aber sehr weit vorgelegt, der liebe Herr Mame. Ah, schade. Macht damit Kirchriss den Weg zu. Und ja, das würde doch jetzt zum Spiel noch passen, wenn wir jetzt noch ein Eckballtor machen. Weil die Ecken liefen ja sowieso. Und da steht Juve, aber der macht schon wieder irgendwie so ein Ding nach hinten. Und Heiko Westermann in alter Manier, ja, versprengt ihm da irgendwie der Ball und geht vom Schienbein ins Aus. Jo, das wär's gewesen. Wie gesagt, das war jetzt keine richtige Leistung oder so, weil der Gegner war jetzt nicht unbedingt pralle und wir haben auch ziemlich viel rumgefailt. Also ich glaube, 100%ige Chancen für zweistelliges Ergebnis hatten wir. Und ja, ich würde mal sagen, müssen wir jetzt mal gucken, was die Bewertung sagt und dann sag ich mal, wer rausfliegt. Weil es muss ja einer fliegen. So, wo ist die Bewertung? Push dich. Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Sonst kriege ich das doch alles wieder nicht hochgeladen hier. Komm, FIFA. Bitte. FIFA. Ich weiß auch nicht, das dauert irgendwie auf der... Seit ich die PS4 habe, dauert das länger mit diesem Laden. Schlechteste Benotung hat der liebe Herr Schmelzer. Beste Benotung Perisic. Draxler ist auf Platz 2 und Juve auf 4, glaube ich, weil Jones auf 3 ist. Ja, okay. Gut, wen schmeiße ich raus? Das ist die Frage. Irgendwer muss raus. Ich sage mal, wir schmeißen... Wie gesagt, ich will einen Abwehrspieler, glaube ich, rausschmeißen. Und ich glaube, wir schmeißen Westermann raus. Einfach so. Ich will Westermann raus haben. Ja, okay, Westermann fliegt raus. So, jetzt gucken wir mal, wen es da so gibt. Wen ich euch als Auswahl gebe. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Santana auf jeden Fall ist in dem Preisbudget drin. Boateng, Santana, Boateng, Matip. Ich glaube, ich habe schon im Kopf. Santana, Boateng, Matip. Und irgendwen hatte ich gerade noch im Kopf. Aber ich komme jetzt gerade nicht drauf. Santana, Boateng, Matip und. Wer war denn der andere, den ich im Kopf hatte? Ach, nicht Transferliste. Na, ich komme irgendwie nicht drauf. Dann gucke ich dann doch nochmal ganz schnell. So, Position Innenverteidiger, Bundesliga. Und gucken wir jetzt einfach mal rein, was da so kommt.
wenn irgendwann mal was kommt, was halt immer die Frage ist bei mir. So, Boateng, wie gesagt, ach, Subotic, genau. Obwohl, dann will ich, oh, Naldo, ey, da gibt's so viele, das ist jetzt ein kleines Problem. Obwohl, wenn wir dann direkt auf Informs wollen, dann müsste ich euch ja eigentlich auch Hummels und Dante und so mitgeben. Aber nee, ich glaube, wir machen 2 Stufen Gold. Und das heißt, Boateng, Subotic, Santana, Naldo, Boateng, Subotic, Santana, Naldo, und Sokratis. Das sind 5 Leute, zwischen denen könnt ihr entscheiden. Werde ich dann hoffentlich unter das Video schreiben. Das wäre es jetzt aber gewesen. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.